Liebe Leute, willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Ich dachte mir heute Morgen, ich springe noch mal eine Runde rein nach meinem letzten Video, was ja sehr lang gezogen war. Dachte ich mir, komm, mach's heute noch mal anders. Ich bin auf Customs, habe kurz überlegt, ob ich auf Woods gehe, aber dachte ich, nö. Danke, hab alles gesehen. Wirklich alles gesehen wahrscheinlich. Schauen wir mal, was ich hier reißen kann. Ja, Autobatterien liegen mir scheinbar. Das müsste jetzt die fünfte sein, die ich gefunden habe. Aber sobald ich eine Quest haben werde, wo ich das brauche, werde ich keine mehr finden. Aber jetzt habe ich ja welche. Wohl oben die Schubfächer da, die durchsuche ich jetzt nicht. Das ist mir zu riskant hier.
Der hat mich schon gehört. Ich würde sagen, der war direkt hier hinter der Mauer, hat mich dann gehört, weil da habe ich mich leider gerade bewegt. Und jetzt wird er irgendwo lauern. Das ist eine ganz gute Stelle hier eigentlich. Das habe ich doch nicht falsch gehört, oder? War das der Typ und das war ein Soundbug oder was? Bin eigentlich der Meinung, dass da jemand ziemlich nah an der Mauer war. Und der wird da jetzt hocken und warten, vermute ich mal. Ich kriege leider keinen guten Blick drauf. Das ist mir auch ein bisschen zu offen von der rechten Seite. Das war ich. Mist. Ich mich scheinbar doch verhört. Also verhört habe ich mich nicht. Ich habe es gehört, aber das könnte nützlich werden. Aber war wohl doch was anderes. Thank you.
Mist. Ja, da war ich leider zu laut bei dem Looten, aber den einen habe ich bekommen. Aber dann habe ich die Granate gehört und dachte so, mach dich mal lieber auf den Weg. Aber war spannend, hat Spaß gemacht. Leute, wir sehen uns gleich. So, Freunde, weiter geht's. Wieder auf Customs und diesmal habe ich ein anderes Scope. Ich muss mal schauen, ob mir das eher zusagt. Das andere war mir so ein bisschen zu klobig irgendwie. Wobei, wenn ich das jetzt so sehe, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht genauso klobig ist. Aber gut. Dorms, lieber nicht. Ja, die Dorms-Seite sagt mir irgendwie nicht so zu. Das ist mir zum einen wegen Dorms an sich immer so ein bisschen in Dorms im Auge. Und zum anderen sehr viel... Ich muss ein bisschen aufpassen, weil da ist auch noch einer. Palli, palli. Das heißt, da kommt der nächste Spieler gerade rüber. Ist er da? Oh Mist, ich sehe ihn nicht mehr. Ich höre ihn irgendwie so halb, aber ich sehe ihn leider nicht. Leute, Herzinfarkt. Oh, ich habe gar keinen Rucksack dabei. Wie praktisch.
ist auch zu weit weg mit dem Scope. Das bringt gar nichts, glaube ich. Ich vermute, dass der da ins Lagerhaus gegangen ist. Ich will halt nicht, dass der mir gleich in den Rücken fällt, weshalb ich hier so ein bisschen zögerlich bin.
Seid ihr noch da, Leute? What? Гнида! Хуело ты, блядь! А ты хуело ты, блядь! Конец тебе, блядь! Вот тупырь! Ты hinter der Mauer, не да? Das haben wir, Hälfte. Wo ist der Typ? Ich bin der Meinung, ich habe direkt Gebüsch gehört und dann Rasen, aber kann natürlich sein, dass der rübergelaufen ist. Autobatterie, völlig klar. Ja, die bringt halt ordentlich Kohle, ne? Sind wir ehrlich. Ja, keine Ahnung, ist der besser? Vierer, wahrscheinlich, ne? Der ist versichert, das heißt, den kriege ich wieder. Dann sitzen wir...
Okay. Ohne Headset, aber das sollte vielleicht machbar sein. Wenigstens bis zum Extract. Ich glaube, ich habe hier jetzt genug Zeit verbracht. Aber gefühlt sind wirklich wenig Spieler unterwegs. Also entweder gehe ich den wirklich immer... halbwegs gekonnt aus dem Weg. Oh, was ist denn los? Habe ich zu viel Zeug dabei? Kann das sein? Komm, hau raus. Was ist das jetzt für ein Typ da? Zack. Leute, no risk, no fun. Der war super aggro, der Typ gerade. Ja, ich höre ihn, ich höre ihn. Was ist denn da los? Ganz ehrlich, ich will jetzt lieber abhauen, als hier jetzt noch irgendjemanden zu looten oder irgendwas. Schauen wir mal, ob ich das jetzt noch schaffe. Okay, vorne rechts ist noch einer hinter der Mauer, würde ich sagen. Der da. Der hat einen Kollegen. Ist das gerade so riskant hier, Leute? Ich weiß, dass er ganz gutes Zeug dabei hat.
mache ich denn mit den ganzen Leuten hier jetzt? So viel gutes Zeug. Das Ding an sich ist schon besser, ne? Da, Spieler hier? Nee, oh, der Rucksack, den habe ich ja noch nie gesehen. Was? Was ist das denn? Oh Mann, Leute, wieso muss sowas immer zum Ende der Runde kommen, wenn ich ein bisschen mitten auf offenem Feld bin? Oh, nee, nee. Blöde Situation, aber ich gehe sonst drauf. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Würde das reichen? Was soll er haben? Fast leer. Okay, raus hier. Oh, das ist schwer jetzt. Ich verliere schon Ausdauer nur beim Gehen. Ich glaube, normalerweise ist das nicht so. 6 Minuten, das ist nicht weit, aber eine weitere Pause werde ich wohl noch machen müssen. Ja, irgendein Bild brauche ich immer für ein Thumbnail. Und bei Tarkov bietet sich tatsächlich dieses Anschauen der Waffe ganz gut an.
Alter, ey. Was für eine Runde, ey. Mein Herz hat für heute genug von Tarkov. Jetzt brauche ich irgendwas Entspanntes. Doom oder so. Leute, das war sehr erfolgreich, wie ich finde. Diese Waffe ist wirklich mein absoluter Favorit. Also wirklich. Und 6000, jetzt sind wir Stufe 21. Was? Was? Wann ist das denn passiert? Aber kein Spieler dabei. Das ist das, was ich meine. Also entweder begegnen wir uns wirklich nicht oder Battlestate Games hat so viele gebannt, dass jetzt keiner mehr übrig ist. Aber 12 Scavs ist schon irgendwie so ein bisschen komisch, finde ich. Aber na gut. Stufe 21, sehr schön. Das hat echt Spaß gemacht. Das war eine spannende Runde. Ich muss nicht immer überleben, damit ich das als guten Raid empfinde. Aber es muss irgendwie was passieren. Man muss sich vorstellen, das ist wie so eine Filmszene in so einem guten Thriller oder Actionfilm. Da muss halt was passieren. Da muss eine Spannung entstehen. Und wenn ich dabei draufgehe, ist das auch okay. Aber irgendwie muss ich den Eindruck haben, so ein Raid hat sich gelohnt. Reinzugehen, sofort zu sterben, ist langweilig. Reinzugehen, niemanden zu treffen und rauszukommen, ist langweilig. Hauptsache, es ist ein bisschen Action, ein bisschen Spannung, ein bisschen Schießereien und so. Das gefällt mir. Leute, das war's mit Tarkov. Ich brauche jetzt kurz Urlaub. Bis zum nächsten Mal. Ciao.